Grüß Gott, ich heiße Sie recht herzlich willkommen bei unserer Präsentation zu den neuen Pflegekursen Kinder- und Jugendlichenpflege und Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen. Mein Name ist Christine Mittermeier, ich arbeite bei Uni for Life und bin für diese beiden Universitätskursen die organisatorische Leitung. Noch kurz vorstellen möchte ich Frau Christa Bischler, die stellvertretende Leitung vom Pflegekurs Kinder- und Jugendlichenpflege, und den Herrn Heribert Truschnick, das ist der stellvertretende wissenschaftliche Leiter vom Kurs Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen. So, ich starte jetzt gleich einmal für Sie unsere PowerPoint-Präsentation. Genau, noch ganz kurz vorstellen möchte ich die Frau Dr. Barbara Fries. Sie ist unsere wissenschaftliche Leiterin bei beiden von den Kursen. Sie ist Professorin am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften an der Universität Graz und ist unter anderem für die inhaltlichen Themen zum Kurs zuständig, beziehungsweise auch für Zulassungen etc. Und jetzt darf ich gleich den Herrn Truschnick weitergeben, der wird jetzt informieren über den Kurs für Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen. Okay. Ja, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen zur Informationsveranstaltung heute. Ja, ich darf über das Thema Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen kurz den Universitätskurs vorstellen und präsentieren. Ja, ich bin die stellvertretende wissenschaftliche Leitung für diesen Kurs. Grund, warum dieser Kurs zustande gekommen ist, das ist natürlich der auf der einen Seite dieser zunehmende Bedarf an Pflegepersonal im psychiatrischen Feld, die Zunahme der psychischen Erkrankungen, die einfach stetig im Steigen ist. Und aufgrund dessen wurde dieser Universitätskurs konzipiert einfach. Der entspricht dem Weiterbildungsgesetz laut dem GOKG und ermöglicht natürlich auch dann in weiterer Folge die Berechtigung zum Tragen einer Zusatzbezeichnung. Darf ich dich bitten, weiter zu blättern, Christina? Ja. Der Universitätskurs dauert insgesamt 2 Semester, hat 20 ECTS und ist berufsbegleitend konzipiert. Berufsbegleitet in diesem Fall bedeutet, dass der Universitätskurs jede zweite Woche 1 bis 2 Tage stattfindet an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKH Graz 2, der Standort. Und eine Woche ist im Praxisfeld zu leisten. Das ist eine durchgehende Woche. In weiterer Folge, was die Planung grundsätzlich betrifft, es sind natürlich keine Ferienzeiten, wo Unterricht stattfindet. Und auch diese Haupturlaubszeiten, so wie Juli, August zum Beispiel im Sommer, ist auch kein Unterricht oder Praktikum geplant in diesem Sinne. Er entspricht vom Umfang her 20 ECTS. Wenn man das so ein bisschen umrechnet in die Anwesenheit wirklich vor Ort, sind es rund 200 Stunden, die man an der Schule beziehungsweise eine Woche davon im Praxisfeld einfach verbringt. Der Abschluss, wie gesagt, es gibt ein Universitätszertifikat, das in weiterer Folge in diesem Weiterbildungszertifikat laut dem GOKG ebenso entspricht und zur Führung einer Zusatzbezeichnung berechtigt. Bleibt das bitte weiter. Danke sehr. Zielgruppe, ja, Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten bzw. Pflegefachassistentinnen und Assistenten, die einfach ja in diesen Bereichen und Umständen arbeiten, mit diesen Klienten und Klientinnen zu tun haben und einfach merken, es braucht etwas Zusätzliches, ja, damit ich mich einfach sicherer fühle in meinem Tun. Ja. Das Gleiche betrifft natürlich die Diplom-Fachsozialbetreuer mit Schwerpunkt Alten, Behinderten- und Familienarbeit. Auch diese Personen haben alle im Rahmen der Ausbildung die Berechtigung der Pflegeassistenz erworben. Das gehört einfach dazu. Das ist im Rahmen der Ausbildung mit drinnen und ermöglicht einfach auch aufgrund dessen den Zugang zu diesem Universitätskurs. Eine weitere Voraussetzung ist der Nachweis über die Eintragung als Pflegeassistentin oder Pflegefachassistent in das Gesundheitsberuferegister. Damit kann man einfach sicherstellen, dass die Berufsberechtigung vorhanden ist und alle Personen, die an dieser Ausbildung teilnehmen möchten, registriert sind im Gesundheitsberuferegister. Darf ich dich bitten, weiter zu klicken? Danke sehr. Was diese Kursinhalte betrifft, es gibt, wie vorher schon in der Präsentation angeführt, diese 6 Module.
wo wir einfach versuchen, dieses psychiatrische Feld umfassend darzustellen. Ja? Und in einem ersten Modul, wenn ich so bezeichnen darf, das Thema rechtliche Rahmenbedingungen und Fragen der Berufsethik. Gerade im psychiatrischen Feld gibt es sehr viele zusätzliche rechtliche Rahmenbedingungen und Gesetze, die einzuhalten bzw. zu berücksichtigen sind. Ob das jetzt das Unterbringungsgesetz ist, ob es das Heimaufenthaltsgesetz ist, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Zugänge. Und in diesem Zusammenhang, gerade auch im Hinblick auf Beschränkungen von Bewohnern, von Patientinnen und Patienten, gibt es immer wieder diese Diskussion, inwieweit ist mein Handeln, ist diese Vorgehensweise ethisch vertretbar? Ja, was ist dahingehend zu berücksichtigen und auch zu hinterfragen? Aufgrund dessen haben wir auch versucht, diese Inhalte zu kombinieren, um einfach wirklich umfassend in diesem Bereich das Ganze darstellen zu können. Die medizinische Fachkompetenz ist ein weiteres Modul. Hier geht es klassischerweise um das Vermitteln von Wissen im Hinblick auf Krankheitsbilder, wenn ich es so bezeichnen darf. Ob das jetzt eine Depression ist, eine Manie ist, ob das eine Schizophrenie ist. Hier werden wirklich die unterschiedlichsten Krankheitsbilder beziehungsweise auch Persönlichkeitsstörungen vorgestellt, die klassischen Erkennungsmerkmale präsentiert. Und es wird auch versucht, in weiterer Folge ein Verständnis für diese Krankheitsbilder aufzubauen, da immer wieder sehr viele Ängste, Unsicherheiten und Zweifel, gerade in Kombination teilweise mit schizophrenen Patientinnen und Patienten, auftreten auch. In weiterer Folge wird auf grundsätzliche Therapiemöglichkeiten eingegangen und auch auf die Pharmakotherapie. Gerade bei der Pharmakotherapie, bei diesen Neuroleptika, gibt es ganz markante Nebenwirkungen, die wir auch als Pflegepersonen erkennen müssen, da sie für den Patienten oder für die Betroffenen massivste Probleme verursachen können. Ich denke dann die Gruppe der alten Neuroleptika, also der Klassiker, das ist Haldol, das einfach diese Mund-Zungen-Schlundkrämpfe verursacht, wo die Patienten dann unter Umständen nicht mehr normal essen und trinken können. Die pflegerische Fach- und Methodenkompetenz, hier geht es um den klassischen pflegerischen Zugang, wie der Name des Moduls schon beschreibt. Wie gehe ich mit diesen Betroffenen um? Welche pflegerischen Maßnahmen sind notwendig, um zum Beispiel eine entsprechende Milieugestaltung schaffen zu können? Wie kommuniziere ich mit den Betroffenen? Wie kann ich eine Beziehung aufbauen? Aber wo muss ich auch eine entsprechende Distanz wahren? In manchen Fällen durchaus auch Thema. Wie gehe ich vor, damit ich mich selbst bzw. auch andere schützen kann? All diese Dinge spielen hier diese pflegerische Fach- und Methodenkompetenz hinein. Es wird auch Thema sein Recovery, Resilienztraining. Ja, wie kann ich diese Widerstandsfähigkeit, diese psychische zum Beispiel bei Betroffenen stärken und fördern? Da gibt es unterschiedliche Pflegekonzepte bzw. Methoden, die hier erlernt werden und dann in weiterer Folge umgesetzt werden können. Im Rahmen des Aggressions- und Deeskalationsmanagements, im psychiatrischen Feld hat man leider Gottes immer wieder damit zu tun, Aggression, Deeskalation. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, gerade in Zeiten wie diesen, ja, hat man dieses Problem als Pflegeperson in allen Bereichen. Ja. Man wird immer wieder mit Aggression und mit Konflikten konfrontiert im Rahmen des Pflegeberufs. Und hier ist es wichtig, einfach entsprechend agieren zu können. Im psychiatrischen Feld würde das bedeuten, zum Beispiel, wie erkenne ich Aggressionspotenzial? Ja, welche Zeichen, nonverbale und verbale, können Patientinnen und Patienten schon im Vorfeld ausstrahlen oder welche kann ich erkennen? Und wie kann ich dann gleich in erster Linie deeskalierend wirken? Das ist immer das Wichtigste, dass es gar nicht zu irgendeinem Aggressionsausbruch kommt. Ja. Oder aber, wenn jetzt wirklich ein Ausbruch da sein sollte, im Hinblick auf Gewalt zum Beispiel, ja, wie kann ich mich schützen, wie kann ich andere Patientinnen und Patienten schützen, welche Maßnahmen kann bzw. soll ich setzen, damit im Grunde es zu keinen Verletzungen oder anderen Dingen auch kommt. Im Rahmen der Selbstkompetenz in der beruflichen Praxis
Da geht es im Grunde darum, auf der einen Seite Selbstreflexion durchzuführen. Ja. Wie geht es mir mit diesem Klientel? Was brauche ich? Ja, sei es jetzt im Hinblick auf eine Supervision. Wie kann ich Stressmanagement durchführen? Ja, was ist es notwendig, damit ich selbst gesund bleibe? Ja, das ist da ein großes Thema. Im Rahmen des Praktikums, das Praktikum dauert eine Woche an einer psychiatrischen Einrichtung. Sollte jemand an einer psychiatrischen Einrichtung arbeiten, so bevorzugen wir, dass dieses Praktikum nicht an der eigenen Einrichtung gemacht wird, weil nur so kann man Neues sehen und lernen. Das Praktikum würde durch uns organisiert werden, dauert in 40 Stunden, eine Woche. Und Ziel des Praktikums ist einfach, dieses erlernte Wissen im Praxisfeld auszuprobieren. Es gibt dann natürlich entsprechende Anleitung vor Ort. Und einfach zu sehen, wie funktioniert das Ganze, beziehungsweise welche Abläufe oder Strukturen gibt es in anderen psychiatrischen Einrichtungen. Ja, was die Abschlussprüfung grundsätzlich betrifft, es ist eine kommissionelle Abschlussprüfung abzunehmen. Das ist gesetzlich geregelt, auf der einen Seite im GOKG drinnen, in der Weiterbildungsverordnung, ja, damit es einfach dann in weiterer Folge diese Berufsberechtigung, diese zusätzliche auch gibt. Und die Abschlussprüfung wird aus zwei Modulen, in diesem Fall aus der medizinischen bzw. pflegerischen Fachkompetenz, die Inhalte haben. Und ausschauen das Ganze, es wird praxisorientiert anhand eines Fallbeispiels, wird es Fragestellungen geben zu dem, was sie erlernt haben im Rahmen der Ausbildung. Und ja, dann ist die Prüfung hoffentlich positiv erledigt und jeder kann glücklich ins Berufsfeld gehen. Ja? Okay. Darf ich die bitten, weiter zu blättern? Ich glaube, das ist eh schon meine letzte Folie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der Teilnahmebetrag ist 2.400 Euro für die Ausbildung. Wir starten am 7. November 2022. Wie gesagt, die Ausbildung dauert eben zwei Semester. Anmeldeschluss ist der 9. Oktober 2022. Und anmelden bitte über die Seite der Uni for Life bzw. Ansprechpartnerin oder Kontaktperson ist die Frau Christina Mittermeier. Die Kontaktdaten sind hier angegeben. Danke sehr. Danke, Heribert. Jetzt darf ich gleich Christa an dich übergeben. Darf ich nur kurz fragen, wie viel Zeit noch ist? Wir haben jetzt 43. Das heißt, ja, ich glaube, 5 Minuten werden wir schon haben. Okay, dann schaue ich, dass ich in 5 Minuten das alles schaffe. Ja, hallo, auch von meiner Seite nochmal wünsche ich einen schönen guten Tag. Ich bin quasi die stellvertretende wissenschaftliche Leitung für den Universitätskurs für Kinder- und Jugendlichenpflege. Magst du bitte weiterschalten? Vom Ablauf her ist es ähnlich wie im psychiatrischen Bereich. Das Ausmaß umfasst im 2 Semester berufsbegleitend, ist bei uns in 4 Module aufgebaut und sind insgesamt 20 ECTEs zu absolvieren. Und man schließt dann mit einem Universitätszertifikat dann ab. Bitte. Die Zielgruppe bzw. Zulassungsvoraussetzungen sind ident mit dem psychiatrischen Bereich, das heißt den positiv abgeschlossenen Pflegeassistenten bzw. Pflegefachassistentenausbildung inklusive eben Berufsregisterregistrierung und dann natürlich auch mit einem Lebenslauf, dass man sich da eben schriftlich dann bewirbt. Danke. Von den Kursinhalten her ist natürlich, dass im Rahmen eben der Pflegeassistenten, Pflegefachassistentenausbildung einfach die Kinderinhalte viel zu kurz kommen. Und das beginnt eben schon bei den Grundlagen und Rahmenbedingungen, dass natürlich die Entwicklungspsychologie ganz anders abläuft, dass man natürlich auch als Pflegeperson wissen muss, wie geht die körperliche Entwicklung, wie geht die kognitive Entwicklung vonstatten, was kann ich von einem Kind mit welchem Alter erwarten, wo kann es schon mithelfen, wo muss ich natürlich verstärkt meine Beobachtung einsetzen. Beispiel ist auch die Vitalparameter differenzieren sehr, die vom Erwachsenenbereich, wo wirklich die unterschiedlichsten Kinderalterstufen
quasi unterteilt sind von einem Frühgeborenen bis Krabbelalter, Schulalter. Also da gibt es wirklich sehr große Unterschiede. Von der medizinischen Fachkompetenz sind eben externe Vortragende, die eben speziell im Kinderthemenbereich die Inhalte vortragen, was dann im pflegerischen Fach- und Methodenkompetenz die pflegerischen Maßnahmen dahingehend dann bearbeitet werden, durchgesprochen werden und nahegebracht werden. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Unterschiede, was die Ernährung anbelangt, mit Flaschennahrung, wann beginnt man mit Beikost, welche speziellen Diäten gibt es. Dann auch eben Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, was ist pflegerisch zu berücksichtigen. Stoffwechselerkrankungen, also das Spektrum ist wirklich eben sehr groß. Und unter anderem auch im letzten Modul die Krisenkompetenz und die Eskalationsmanagement. Natürlich wird man auch im Kinderbereich mit Aggression konfrontiert. Wie kann ich da deeskalierend agieren, beziehungsweise auch, wie kann ich mich dahingehend auch selbst schützen dann noch? In der Ausbildung ist dann auch ein einwöchiges Praktikum, sprich 40 Stunden vorgesehen, was in einem Zeitraum von 5 Wochen absolviert werden kann. Und zum Schluss ist natürlich eine mündliche kommissionelle Fachprüfung. Und wenn man die eben soweit positiv abgeschlossen hat, bekommt man dann eben dieses Universitätszertifikat. Danke. Ja, der Start ist für unsere Ausbildung am 10. Oktober. Vorgesehen ist, dass einmal in der Woche die Vorlesungen abgehalten werden. Das wäre der Montag. Und eben schon der Anmeldeschluss ist der 11. September. Also man hat noch ein bisschen Zeit, um sich anmelden zu können. Und eben die Ansprechperson ist eben die Frau Mittermal. Ja, dann. Und ich sage dann auch Dankeschön. Wir haben Fragen reinbekommen und ich fange gleich mit der ersten an. Und zwar ist die Ausbildung international anerkannt, beziehungsweise können Studentinnen aus dem Ausland bei Ihnen auch studieren? Naja, international anerkannt, wenn ich die Frage beantworten darf, ist die Ausbildung an und für sich jetzt nicht. Das entspricht dem österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Ja. Grundsätzlich die Möglichkeit anzurechnen, Inhalte bzw. Themen anzurechnen, besteht trotzdem. Ja. Aber eine internationale Ausbildung in diesem Sinne ist es nicht. Die nächste Frage wäre gleich, kann man beide Ausbildungen kombinieren oder ist das zu viel? Vielleicht gleichzeitig, weil glaube ich teilweise die Ausbildung Kinder und Jugendlichen ist nur Montag und die bei psychiatrischen Erkrankungen ist Montag und Dienstag. Das heißt, da wird es dann Überschneidungen geben, wenn dann aufeinander natürlich möglich. Super. Die nächste Frage ist, gibt es psychologische Betreuung für die zukünftigen Pflegepersonen? Ich glaube, das bezieht sich eher auf Ihren Kurs, Herr Truschneck. Die Frage ist jetzt, ob grundsätzlich Pflegepersonen gemeint sind, ja, oder jetzt speziell im Kurs. Leider nicht davon hervor. Vielleicht geht es eher darum, dass Leute, die eben sich für die psychologische Pflege interessieren, ob die vielleicht eine spezielle Begleitung bekommen dann im Nachhinein oder. Grundsätzlich ist es so, dass die Referentinnen und Referenten, die diesen Universitätskurs unterrichten, auf der einen Seite natürlich Fachärzte für Psychiatrie sind, das ist das eine. Ja. Das andere sind Supervisor, sind Mediatoren dabei, sind ausgebildete psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegepersonen dabei, ja. Es sind entsprechende Eskalationstrainerinnen und Trainer dabei und natürlich auch Juristen, um einfach mal diese Inhalte grundsätzlich abzudecken. Ja. Im Rahmen der Praxis werden die Absolventinnen und Absolventen natürlich mit allen Berufsgruppen inklusive Psychologen Kontakt haben. Eine klassische psychologische Betreuung, ja, was es unter dieser Schulpsychologie, wenn ich das Begriff verwenden darf, gibt, wird im Rahmen der Ausbildung an sich nicht geben. Allerdings ist es so, dass wenn Absolventen und Absolventen mit belastenden Situationen Kontakt haben, gerade im Praxisfeld kann das passieren, ja, vor allem dann, wenn man in der Praxis, und es kann durchaus sein, dass man diese eine Woche Praxis mit Gewalt konfrontiert wird, die man in dieser Art und Weise vielleicht noch nicht gekannt hat,
gibt es natürlich Unterstützungsmöglichkeiten entsprechende, wo man einfach Krisen oder spezielle Situationen ansprechen bzw. auch abfangen kann. Aber einen klassischen Schulpsychologen, ja, gibt es nicht. Okay. Ich denke, dass das, also das beantwortet sicher die Frage und das ist wahrscheinlich dann auch das, worauf das abgezielt hat, kann ich mir vorstellen. Gibt es auch rechtliche Beratung im Rahmen der Ausbildung? Die Frage ist relativ früh gekommen, das heißt, die gebe ich auch an Sie. Die Frage ist auch hier wieder, wo geht es hin? Gell? Also rechtliche Beratung ist ein sehr weites Feld. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass in solchen Universitätskursen immer mit Praxis oder sehr stark in der Praxis orientiert wird. Ja. Ich interpretiere diese Frage so, dass einfach Interessenten kommen mit einer bestimmten Situation, die sie erlebt haben und wahrscheinlich fragen werden, war das rechtlich korrekt oder nicht korrekt. Also das wäre so mein Zugang zu dieser Frage. Die Referenten werden natürlich darauf eingehen. Ja, und auch diese Juristin oder dieser Jurist, der dann diesen Inhalt unterrichten wird, unter Anführungszeichen, wird darauf eingehen. Eine hundertprozentige Aussage glaube ich allerdings nicht, dass jemand geben wird, weil immer die Situation dazugehört. Ja. Das heißt, man kann natürlich auf gewisse Dinge eingehen, gewisse Dinge wird man ganz klar beantworten können. Ja. Zum Beispiel darum geht, jemanden zu fixieren, dann gibt es ein ganz eindeutiges Prozedere, das einzuhalten ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es oft so, das zeigt die Erfahrung, dass das so ein bisschen so ein Graubereich ist. Manche Dinge nimmt man dann wahr, manche Dinge nimmt man nicht wahr. Und um eine sozusagen hundertprozentige Aussage treffen zu können, war das richtig oder falsch, ja, braucht es meist mehr Informationen, als man dann kriegt als Referent. Ja. Aber gewisse Dinge werden ganz klar beantwortet, weil es für sehr viele Dinge klare Richtlinien gibt. Aber manchmal braucht es auch die Gesamtsituation dazu. Ja, ja. Ich hoffe, dass die Frage so beantwortet ist. Also ich habe es auch so verstanden. Ich schätze mal, dass das die richtige Antwort war. Beziehungsweise, wenn ich es uns kurz noch ergänze, im Kinderbereich ist natürlich auch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen im Kinder- und Jugendlichenbereich behandelt werden. Das heißt eben, dass die Pflegepersonen dann wissen, eben, wie wird das Ganze dargelegt, beziehungsweise in welchen Rahmen können sie sich da auch dann bewegen. Oder wie weit werden auch Jugendliche bei Entscheidungen mit einbezogen dann. Ja. Sehr gut. Die nächste Frage ist, gibt es besondere menschliche Voraussetzungen für die Kinderpflege? Menschliche Voraussetzungen, ich würde einfach sagen, dass man einfach mit Kindern und Jugendlichen und Säuglingen einfach gerne arbeitet. Also dass man, wenn man eben sagt, die Pflege ist etwas für mich und ich möchte wirklich bei diesem Klientel arbeiten, dann ist man eigentlich absolut richtig dann an diesem Platz dann. Was natürlich auch im Kinderbereich dazukommt, also es ist jetzt nicht nur die Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen, also es umfasst einfach ein Altersspektrum von quasi der Geburt, sprich eben von Frühgeburten bis hin zum 18. Lebensjahr, dass natürlich da auch sehr intensive Zusammenarbeit mit Begleitpersonen stattfindet, weil natürlich eben Eltern, Begleitpersonen bei den Kindern bleiben und Gott sei Dank gibt es eben die Möglichkeit, dass sie da auch eben 24 Stunden bei ihren Kindern anwesend sein dürfen und da ist natürlich dann eben diese Kooperation dann natürlich auch zur Begleitperson dann. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage reinbekommen, für eine haben wir noch Zeit und zwar ist die Frage, ist die Matura eine Voraussetzung für die Ausbildungen, weil es ja Universitätskurse sind? Nein. Voraussetzung ist ausschließlich die Registrierung als Pflegeassistentin oder Pflegefachassistenz und das war es dann schon. Das heißt, dieser Universitätskurs ist eine Kooperation hier zwischen der Universität und den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege und erfordert keine Matura.